Während er so redete, erhob eine Frau aus dem Volk ihre Stimme und rief ihm zu: Glücklich ist der Schoß, der dich getragen hat, und die Brust, an der du dich genährt hast. Jesus antwortete und sprach: In der Tat, glücklich sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Wie kann eine barmherzige Kirche sich hier und heute in dieser Gesellschaft zeigen und konkret werden? Eine barmherzige Kirche erkennt erstmal an, dass ihre eigene Sprache nicht mehr plausibel ist. Diese Vorstellung, das Erbarmen kommt von oben herab und hängt von meinem freien Willen ab, das passt überhaupt nicht zu dieser Etymologie des Mutterschoßes, weil wenn wir die ernst nehmen, dann ist klar, wir sind nicht diejenigen, die uns der anderen freiwillig erbarmen und das ist eine Tugend und die können wir üben oder nicht, sondern wir sind alle vom Erbarmen abhängig und ohne das Erbarmen gäbe es uns nicht. Wen gäbe es denn hier ohne einen Mutterschoß, ohne den göttlichen Mutterschoß, der sich in der Schöpfung zeigt? Dass Gott uns mit seinem Tun stets mit seiner Gnade zuvorkommt. Das ist ein Buchtitel zur Theologie der Seelsorge von Karl Rahner. Ja. Er kommt unserem Tun stets mit seinem Tun zuvor. Und ich glaube, dass das auch ökumenisch absolut astrein ist. Wenn ich den Luther richtig verstanden habe und den Rahner daneben lese, dann sage ich, in diesem einen Punkt haben wir wieder das theologisch, das Evangelium endlich wieder kapiert und sind sozusagen aus diesem pelagianistischen Fahrwasser raus, wo wir es doch besser konnten als der liebe Gott, wenn er sich nur auf uns verlässt. Es gäbe eine wunderbare Möglichkeit jetzt für die Kirchen, sich relevant zu machen, indem sie nämlich vielleicht in der öffentlichen Erklärung dieses viel diskutierte Wort von Angela Merkel, wir schaffen das, auf ihren christlichen Hintergrund beziehen würde, indem die Kirchen, und das machen sie zum Teil, glücklicherweise, indem die Kirchen, und zwar nicht nur CDU und nicht nur die sowieso Merkel-Nachfolger, sondern sich hinstellen würden und sagen, guck mal, da ist das C in der CDU wieder mal ernst genommen. Aber dem Franziskus müsste man mal sagen, dass er den Knackpunkt, nämlich das Patriarchat, auch noch nicht kapiert hat. Und dieser Kirche würde ich eben entgegenrufen, nein, sondern wenn wir zeigen, dass wir das schaffen, und das tun wir ja, also erstens schaffen wir es und zweitens sind es ganz viele Menschen in der Kirche, die klar und deutlich jeden Tag zeigen, wir schaffen das. Ich glaube, wir müssen Lokaltheologie betreiben, also in Europa Theologie betreiben. Und das schaut anders aus als in Kolumbien. Also das muss man, glaube ich, schon so deutlich sagen. Die Armut steht und fällt mit der Bildung. Dann ist es ein Werk des Erbarmens, im Grunde genommen nach der alten Tradition. Nämlich unwissende Lehren gehört zu den geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Also ich denke, wenn man da noch ein bisschen genauer hinschaut, dann wird man entdecken, dass unsere reale Politik, und zwar die ganz säkular daherkommt, ja, oft viel mehr gespeist ist mit diesen Visionen einer Politik des Erbarmens, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen. Und wir sind todungerecht, wenn wir sagen, wir wissen es. Das ist nämlich Arroganz der Kirche. Da sagen wir wissen es und die tun es nicht und die müssen das von uns lernen. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass man von der UNO halt für die Theologie viel lernen kann und von der konkreten Sozialgeschichte Europas mindestens auch genauso viel lernen kann. Also das ist meine Logik und mein Zugang. Ich denke, dass von diesem leidenden Armen, also dem Zusammengeschlagenen, der im Straßengraben liegt, eine starke Aufforderung ausgeht, nicht nur du musst mir helfen, sondern du sollst mich nicht ignorieren. Du sollst nicht einfach an mir vorbeigehen. Man kann das auch anders wenden und das ist kein Widerspruch, sondern gerade eine Bestätigung, indem man fragt, worin besteht unsere Armut? Also wir sind nicht materiell arm, aber wir sind vielleicht, unsere Gesellschaft ist vielleicht arm an Sinn, an übergreifenden Lebenszielen. Und ich finde es sehr wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, in dieser Lukas-Stelle da, die Sie vorhin vorgelesen haben, von der Frau, die sagt, gesegnet ist der Leib. Da sagt Jesus eben nicht, nein, aber, sondern er sagt ja. Und was er macht, ist nicht was dagegen setzen, sondern er verallgemeinert das. Und das finde ich hingegen jesuanisch weise.
Weil das ist ein Problem von uns Frauen und übrigens auch vom Feminismus, dass wir, also das ist nicht meine Richtung von Feminismus, aber es gibt diese Richtung, die sozusagen die Potenz in der Gebärkraft sehen. Also wir Frauen sind diejenigen, die die Schöpferkraft haben und so. Und das ist Quatsch, weil wir sind nicht diejenigen, die die Menschen schaffen, sondern wir gebären sie. Also wir tragen sie aus und das ist wichtig, dass man, wir sind nicht aus Lehm, wir sind nicht aus Lehm, das steht zwar so in der Bibel, aber wir sind aus den Körpern unserer Mütter gekommen und nicht aus der Hand Gottes. Und das ist wichtig, das wieder mal zu sagen, und da muss man ein bisschen antibiblisch argumentieren. Wenn man sich anstrengt, es wohlwollend zu definieren, dann muss nicht jede Barmherzigkeit patriarchal sein, auch wenn Sie den Papst Franziskus in der Frage noch ein bisschen attackieren, aber der lernt auch ziemlich schnell, das können Sie sicher sein. Und wenn er den Thomas zitiert, dann auch um den Ludwig Müller, Gerhard Ludwig Müller zu beruhigen und nicht um das auszudrücken, was ihm eigentlich ins Blut geschrieben ist, wenn er von Lateinamerika kommt. Und er ist ein sehr guter Theologie, Befreiungstheologe, also einer der besten, die ich bisher auf dem päpstlichen Thron kennengelernt habe, aber er ist auch der Erste übrigens, und dann kann er leicht der Beste sein. Ja. Dass Griechenland sämtliche Schulden und noch ein paar obendrauf bezahlen soll, das ist nicht gerecht, das ist unbarmherzig. Und dass die Ukraine ihre Schulden nicht bezahlen muss, das ist nicht barmherzig, das ist ungerecht. Also hier haben wir meine ich zwei gute Beispiele dafür, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wirklich ganz, ganz eng zusammengehören, dass wir sie nicht voneinander trennen können und dass eine Gerechtigkeit, die nicht gleichzeitig barmherzig ist, einfach nicht gerecht ist. Die ist unbarmherzig und die ist ungerecht. Und eine Barmherzigkeit, die sich irgendwie als Barmherzigkeit, als Liebesgabe, wie du aus dem Konzil zitiert hast, geriert, wenn die ungerecht ist, dann ist sie auch nicht barmherzig. Dann ist sie patriarchal von oben herunter und nicht gerecht und nicht barmherzig. Also ich denke, diese beiden Dinge müssen wir wirklich ganz eng zusammenhalten, sonst funktioniert keins der beiden. Ich möchte jetzt nicht meine Zeit überstrapazieren, aber dazu noch sagen, dass ich keinen Widerspruch zu meiner Position sehe. Am Beispiel Griechenlands, es ist sinnvoll festgestellt zu haben, dass Griechenland seine Schulden nicht hat zurückzahlen können, weil daran sieht man, dass mit dem EU, mit dem Eurosystem etwas im Faulen ist. Das hat einen ökonomischen Nutzen, das zu sehen. In dem Sinn ist es gerecht. Daraus muss aber nicht folgen, dass Griechenland die Schulden zurückzahlen muss. Und darum geht ja auch genau die Diskussion, dass man ihnen die Schulden erlässt.